So, hallo und ein herzliches Willkommen von Daves Balkon heute wieder. Meinem eigenen Reich. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ja, so auf die Art ungefähr ging das doch, glaube ich. Gell? Genau, geheiligt werde mein Name. Also, bevor wir das zu lang machen hier, ich habe heute nämlich viel vor. Das wird schon, oh, die Sonne hat wirklich brutal gebrannt, aber sehr, sehr angenehm. Wird noch ein bisschen braun, das ist schön. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, nach langem Suchen. Ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein wildes Tier, das im Schrank rumwühlt und die Gläser nur klirren nur so und die Scherben spritzen nur so überall hin. Ich habe tatsächlich ein Kölschglas gefunden. Ne? Ich hätte es nie für möglich gehalten, das muss aus einem Biertest mal gewesen sein, also von Höpfner. Höpfner, die bieten ja auch als Biertest an. Das ist ein Original, ne? 0,2. Das ist ein Original Kölschglas, allerdings mit Höpfner Bedruck und auch die Form ist, ne, richtig kölschig. Damit das Gaffel, das ich heute testen werde, auch schmeckt. Das kommt aber hinterher. Das sage ich nämlich auch gleich dazu, warum. Ich habe nur das. Ich habe noch nicht geschafft, ein anderes zu besorgen. Einfach hier ist anscheinend kein großer Markt für sowas. Die haben auch in dem Laden gesagt, das ist das Gängigste und deswegen führen die nur das. Ich google jetzt mal und wenn es nicht anders geht, dass ich hier in Karlsruhe nichts finde, dann werde ich in der Tat das im Internet halt dann bestellen. Das Früh und das noch andere Teufel oder irgendwas, was mir da empfohlen wurde, das werde ich dann halt zur Not im Internet bestellen. Vorher will ich aber was anderes machen. Und dazu habe ich hier die schöne 03er Tulpe, weil es auch ein 03er Glas ist. Zwar Rothaus drauf, aber was ich trinke ist Waldhaus. Es ist nicht ganz billig, muss man sagen. Ne? Für einen Ladenpreis von 9,99, also 10 Euro, für 6 Flaschen, 03, wohlgemerkt, also das sind 2 Liter, umgerechnet, ist das schon ein stolzer Preis und dafür erwarte ich auch was. Das ist der Hopfensturm von Waldhaus. Ich muss jetzt fairerweise schon dazu gestehen, dass ich das dazu sagen, dass ich Neugier halber gestern schon eins probiert habe. Weil ich halt wissen wollte, wie gut muss ein Bier eigentlich sein, das zu dem Preis verkauft wird. Und ich muss wirklich sagen, wow. Also ich bin jetzt echt nicht so ein super Kenner, auch. Also ich habe schon einen guten Geschmack, sage ich mal, einen guten Geschmackssinn. Aber jetzt, da stehen jetzt 8 verschiedene Hopfensorten drauf und das kann ich also sicher nicht auseinanderhalten. Also könnte ich nicht sagen, was da was ist. Aber ich kann natürlich schon ein gutes von einem schlechten Bier unterscheiden. Und das ist hier ganz klar der Fall. Ja? Also das ist ein ganz hervorragendes Bier, das habe ich schon gestern gemerkt. Und deswegen will ich auch damit anfangen mit der Präsentation. Weil erfahrungsgemäß ist es so, mit zunehmendem Biergenuss immer da weniger war. Es ist ähnlich wie beim Wein. Ne? Da fängst du auch mit dem Guten an bei einem Testing. Ne? Weil es einfach irgendwann, du kannst das richtig Gute gar nicht mehr schmecken. Wenn du jetzt 5 Glas Wein getrunken hast, da kann mir keiner mehr erzählen, dass er da noch Guten von dem Schlechten unterscheiden kann. Man immer noch, aber halt nicht so die Nuancen. Ich glaube sowieso, dass da viele Schwätzer sind. Ja, da haben ja schon Profis Tests gemacht, wo dann nicht mal mehr ein Aldi-Wein unterscheiden konnten von einem irgendeinem 30 Jahre alten 1000-Euro-Wein. Also das, ne, sind auch viele Schwätzer dabei. Ja, irgendwie mit, ja, im Abgang eine Nuance von Zimt und Koriander. Also ich habe noch nie in meinem Leben Zimt oder Koriander aus einem Wein, außer wenn es ein Glühwein war vom Messplatz oder vom Christkindlesmarkt, ja. Dann darf man das überhaupt noch sagen, Christkindlesmarkt? Da doch, darf man noch sagen, oder ist nicht so rassistisch. Gut, also vom Christkindlesmarkt jedenfalls. Da machen sie sicherlich Zimt und Koriander rein, das ist gut. Aber wie gesagt, ja, also ich schmecke hier keine 8 verschiedenen Hopfensorten raus. Aber ich lese trotzdem gerne mal vor. Ich kann aber sagen, das ist ein sehr gutes Bier, das ist keine Frage. Hier haben wir Hallertauer Perle, Hallertauer Tradition, Hallertauer Kaskade, Tettnanger Mittelfrüh, Tettnang Tettnanger. Kein Witz. Tettnang Hallertauer, Spalt Spalter. Ich hab's nur vorgelesen. Ich hab's nicht doppelsinnig gemeint. Und Spalthallertauer. Also 8 Stück. Und also es ist wirklich Bombe. Deswegen wird es auch nicht geäxt. Ich trinke auf euer aller Wohl. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht verrückt machen von der verrückten Welt.
genießt die wunderschönen, heute wolkenlosen 30 Grad, also zumindest hier im Süden. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Also das ist definitiv ein Bier, das für besondere Anlässe definitiv zu empfehlen ist. Unglaublich, ja. Also mehr kannst du nicht mehr rausziehen, hopfenmäßig. Das ist unglaublich. Ob es jetzt für den Alltagsgebrauch jedermanns Sache ist. Also wie gesagt, der Ladenpreis ist halt 10 Euro für einen 6er-Pack. Ne? Das ist natürlich schon ein recht stolzer Preis. Ich werde direkt danach das Hefeweizen von denen trinken. Das war etwas günstiger, ich glaube um die Hälfte billiger. Ich glaube 5,99 glaube ich. Also das hast du dann praktisch 1 Euro für die Flasche. Das ist dann für ein Premium-Bier wieder schon fast Standard. Das zahlst du mittlerweile für Rothaus, glaube ich, auch. Aber da sind es halt dann 0,5er, also wenig. Waldhaus ist dann schon nochmal eine Stufe drüber. Aber wie gesagt, das ist also Bombe, kann man wirklich sagen. Wunderbares Bier, ganz, ganz toll. Und jetzt werde ich direkt danach das Weizen davon trinken. Ich sehe gerade, wir sind hier schon mit 6 Minuten dabei. Also werde ich jetzt da wohl, halte mal, ich nehme das gleiche Glas, komm, scheiß drauf. Hab da jetzt keinen Bock, da lang rumzumachen. Das Gaffel muss auf jeden Fall aus dem Kölsch getrunken werden, wie es die Tradition gebührt. Deswegen mache ich hier, wie gesagt, also heute keinen extra Kölschtag, weil wegen der 033 Bierbräu kein YouTube-Video zu machen. Also, ja, das ist dann ungefähr so, wie wenn du zur Tankstelle fährst und zahlst einen 500er irgendwie für eine Schachtel Zigaretten. Gut, machen sicherlich auch welche, aber das hat auch andere Gründe. Jedenfalls, das wäre, also für mich ist es Zeitverschwendung. Mit 033 machen wir kein Video. Deswegen machen wir jetzt die nächsten 03 mit dem feinen. Das habe ich jetzt übrigens noch nicht probiert. Das ist das Weizen jetzt. Das werde ich jetzt mal noch seine Fruchtigkeit und seine typischen Weizenaromen testen. Ja, das geht auch eher. Es geht eher auch ins Zitrusige rein. Mhm. Na, so ist da was reingeflogen. Nee. Und wenn schon, ist auch nur ein Tier. Chitin. Nee, Chitin, ja, ist gesund. Insekten, das Essen der Zukunft. Mhm. Es hat einen sehr angenehmen, milden Geschmack, muss ich sagen. Also das hat wirklich einen sehr, sehr angenehmen, milden Geschmack. Da rollen wir uns den Rest hier noch raus von der Hefe. Das hat wirklich, also es ist zitrusig. Kann man das sagen? Zitrusig? Ist das noch irgendwie grammatikalisch akzeptabel? Naja, wie auch immer, ihr versteht jedenfalls, wie ich es meine. Es geht definitiv mehr ins Zitrusaroma als ins Bananenaroma rein. Das ist so, wie man es halt vom. Achtung! Sorry, Schulz! Konnte jetzt nicht verkniffen, denn drüben bei den Studenten wird auch eine Partyzelt aufgebaut. Ich glaube, die bereiten sich schon vor aufs Wochenende. Ne, ist ja auch schon bald. Ne? Ist ja jetzt schon Mittwochabend. Da fällt mir der guten alten Witz ein, den muss ich noch zum Besten geben. Warum müssen Studenten spätestens um 9:30 aufstehen? Ganz einfach. Um 10 machen die Läden zu. Ah, okay, der hat so einen Bart. Weiß aber. Musste trotzdem mal kurz rausgehauen werden. Also leckeres Weizen. Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall okay. Das Waldhaus-Pilz habe ich jetzt nicht. Ich glaube, das wäre sogar da gewesen, aber ich habe es vergessen mitzunehmen. Ich bin ja auch manchmal vertrottelt. Aber gut, das kann ich ja bei Gelegenheit noch nachholen. Genau, das wäre vielleicht interessant im direkten Vergleich mit einem Rothauspilz. Weil ich glaube, die werden in einer ähnlichen Gegend gebraut. Das ist doch bei diesem Südschwarzwald, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Warte mal, da müsste es doch irgendwo stehen. Waldhaus 79809. Das muss ja. Das ist nicht, kann nicht weit weg von Freiburg sein.
7079er Postleitzahl. Also das wird, das ist ähnlich wie Rothaus die Gegend. Und das werde ich dann mal direkt mit dem Rothaus Weizen. Nee, Quatsch, Rothauspilz, nochmal ein Waldhauspilz, direkt nebeneinander. Aber das ist, wird dann erst das übernächste Video, ne? Weil sonst komme ich hier durcheinander. Jetzt trinken wir das erstmal noch aus. Auf euer Wohl. So, und jetzt kommt natürlich das Unvermeidliche. Wie versprochen, ihr lieben Schmanderich, Gaffel. Und da gönnen wir uns natürlich die Tulpe. Ich habe auch mal nachgelesen, woher das kommt, weil das wirklich wohl offensichtlich so ist. Also es soll jetzt keine Beleidigung an alle Kölner sein, aber es ist wirklich offenbar so, dass der Herstellungsprozess es bedingt, dass dieses Bier schneller absteht als andere Biere. Und wenn man das dann wirklich in ein 0,5er Glas füllt und die Kölner haben halt anscheinend vielleicht nicht so einen Zug drauf wie wir, ich weiß es nicht, dann ist es halt noch ein paar Minuten Schal. Und deswegen trinken die halt dann lieber aus solchen 0,2er Gläsern. Und ja, ich habe das einfach mal, ich wusste es vorher alles gar nicht, bis ich mich dann mal bei Google eingelesen habe, einfach Neugier halber. Und dass es auch richtige Rituale dann gibt, dass wenn ein Wirt zum Beispiel eine Runde ausgibt, dass er mittrinkt, aber er trinkt nur eine 0,1. Das gibt dann ein speziell abgestumpftes Stumpfglas mit nur 0,1. Ne? Denn der muss ja noch bedienen, der darf ja nicht der Besoffenste sein in der Runde. Und lauter solche Dinger machen die dann. Und den Kranz, den habe ich schon gekannt. Ne? Wobei ich kenne es eher als so ein Brett, das wird bei uns ausserviert. Bei Biertestings, das gibt es also im Badischen auch. Also, das ist dann halt ein Zehnerbrett mit entweder 0,1 oder 0,2ern, wo du dann halt zack, zack, eins nach dem anderen halt. Ne? Dort gibt es halt aber auch ein regelrecht so ein, ja, so ein Bier, so ein Bierkranz. Ne? Das kenne ich jetzt also von hier nicht. Jedenfalls hier auf euer Wohl ein echtes Kölsch aus einem echten Kölschglas. Warum das so ein Höpfner ist, weiß ich bis heute nicht, aber ich hab's immerhin. Schöner was zu haben, was man nicht benutzt, als irgendwas nicht zu haben, was man gerne bräuchte. Prost, auf euer Wohl. Ja, also, schlecht ist das nicht. Das könnt ihr jetzt nicht sagen. Halt wie ein helles halt schmeckt. Ist auch nicht Schal, weil du dich trinkst ja auch aus der Tulpe. Ich habe es auch extra so eingeschenkt, dass es noch Schaum gibt, ne? Also meiner Meinung nach kann das natürlich mit dem Walters von vorhin mithalten, aber ich denke mal, das ist auch unfair, das zu vergleichen. Da müsste ich dann wirklich mal nochmal ein reines Kölsch-Testing machen, indem ich Kölsch-Sorten untereinander vergleiche. Das ist auch wesentlich günstiger gewesen. Ne? Also ich kann, es ist sehr unfair. Praktisch jetzt ein Top-Premium-Bier für 10 Euro für 6 033 Flaschen dann zu vergleichen mit einem Kölsch, was halt wohl bundesweit überall erhältlich ist. Weil wie gesagt, ich war in zwei Läden und in beiden Läden gab es nur Gaffel. Ich habe extra noch gefragt, gibt's nicht noch ein anderes Kölsch? Habt ihr nicht noch ein anderes Kölsch? Nein, das, nur das. Und das ist wohl auch das Beste, hieß es dann noch. Sage ich, ja, ja. Habe ich nicht gesagt, aber habe ich bei mir gedacht. Wollte ja nicht arrogant klingen, ne? Aber bei mir im Kopf habe ich mir gedacht. Hätte am liebsten zu dem gesagt, das überlassen Sie mal bitte meiner Entscheidung, was besser oder schlechter ist. Ne? Sie sind nur hier, um mir das Bier zu verkaufen. Ne? Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin ja nicht assi. Also manchmal schon, aber nicht, man muss es nicht übertreiben. Aber wie gesagt, das habe ich mir echt verkneifen müssen zu sagen, weil was fällt ihm ein, mir zu sagen, das ist das Beste. Ich meine, das entscheide immer noch ich als Kunde, was mir besser schmeckt oder weniger gut schmeckt. Also die Aussage ist meiner Ansicht nach völlig bescheuert. Ne? Das ist das Beste, deswegen verkaufen wir nur das. Das ist, ja, für dich ist es vielleicht das Beste, für mich ist vielleicht was anderes gut. Also, naja, das heißt drum. Es ist kein schlechtes Bier, es ist ein helles halt, ja. Also, die schreiben auch nicht mehr drüber. Und man kann es trinken, es geht runter, sanft und mild. Es hat ja auch nur 4,8% hat es. Und ich könnte wirklich nicht sagen, dass es schlecht schmeckt. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es mir besser schmeckt als unsere badischen Biere. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich befangen bin, sondern das ist wirklich einfach halt meine Überzeugung. Aber wie gesagt, ich mache dann nochmal ein Kölsch-Testing, sobald ich mir im Internet verschiedene Kölsch-Biere besorgt habe. Und ich werde auch nochmal einen Waldhauspilz gegen Rothauspilz direkt Vergleich machen. Denn das
wohl beste seiner Klasse Hopfensturm haben wir jetzt. Und das Weißbier haben wir auch durch. Ist wie gesagt fruchtig. Beides sehr zu empfehlen. Jetzt sind wir schon wieder bei 15 Minuten und ich denke, das reicht dann auch für heute. Und ich trinke den letzten Schluck auf euer Wohl. Wünsche euch einen guten Start in die Restwoche. Denkt dran, mehr als die Hälfte ist schon rum. Dann ist es wieder Wochenende und Dave meldet sich schätzungsweise am Freitag. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich mich im Laufe spätestens des Wochenendes melden und dann, das entscheide ich dann noch spontan, was ich dann mache. Also eins von beiden. Auf jeden Fall ein Testing wieder. Alles Gute, genießt die Sonne, genießt das Leben und bleibt gesund und bis bald, euer Dave. Tschüss und Prost. Nie das Bier trinken vergessen. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und es erhält auch die gute Laune. Tschüss.